Der Traveller von Peugeot, ja, mittlerweile ein ausgereiftes Auto, was man sehr, sehr oft auf der Straße sieht. Wirklich eine absolute Alternative zu ganz vielen anderen kleinen Büsschen, sage ich jetzt mal. Sehr, sehr schick, sehr, sehr modern und hier in der Ausstattung, die es Ihnen jetzt gleich wirklich vom Hocker reißen wird. Denn in diesem Bus, ich denke mal, da wird nichts fehlen. Hier ist Stefan Konz, grüß dich, Stefan. Hallo, guten Tag. Ja, ist er gut ausgestattet? Jo, der ist weitestgehend komplett, der Wagen. Also, Komplett. Kann man so sagen, doch. So, wenn du mir mal verrätst, wo wir gerade sind hier. Also wir sind hier bei Peugeot Satal oder Peugeot Retail GmbH in Saarbrücken, in der Amont Peugeot Straße 2. Ja, und ihr habt ja ganz viele Autos hier. Ihr baut auch gerade an. Also das muss man auch fairerweise sagen. Es gibt demnächst viel, viel mehr Platz. Ja, es fängt direkt mal hier vorne an. So, der Bus, als der auf den Markt kam, das war für euch ja doch ein ganz, ganz großer Schritt. Das heißt, ihr habt ja diesen Bus erwartet, der Expert, wie er ja vorher war. Ich sag mal, der kam in die Jahre. Das kann man so sagen, ja, das stimmt. Also der Traveller ist eine, ja, logische Weiterentwicklung von dem Fahrzeugtypen Traveller und ist jetzt hier, wie gesagt, in der Allure-Version stehend als L2 und ist, wie gesagt, von der Basisversion recht umfangreich ausgestattet. So, ich zeige mal kurz den Kraftstoffverbrauch. Wir haben jetzt hier einen HDI mit 180, ich nehme an, das steht für die PS, 130 kW. Und hier hat man die Verbrauchswerte, das ist Schadstoffklasse B. Hier hat man selbstverständlich D6 Temp, was man halt so sagt. Das bedeutet also, hier werden die neuesten Abgasnormen erfüllt mit Richtig, AdBlue. richtig. Die haben wir durchgängig, die neuen Abgasnormen, also mit der D6 Euro 6 D-Temp-Norm. Die sind hier bei allen Fahrzeugen drin, egal ob Benzin oder Diesel. Den Traveller kriege ich allerdings nur ausschließlich mit Dieselmotorisierung. Hier in dem Fall jetzt mit 8-Gang-Automatik. Das ist die neue Automatik mit dem 2-Liter Diesel. Die geht butterweich, hast du mir erzählt. Also, es ist wirklich eine Top-Automatik. Aber es fängt schon an beim Licht. Hier vorne sieht man Xenon Technology. Das bedeutet, also hier habe ich wirklich ein Licht, was man sehr gut sieht. Ganz genau, richtig. Es ist sehr effizient und strahlt die Straße auch sehr weit aus mit einem ja, gleißend hellen Kegel. So, ja, wir gehen mal kurz, bevor wir in den Innenraum schauen, nochmal von außen auf bestimmte Dinge ein. Die Version hat ja zwei Türen. Man sollte, wenn man das Geld hat, das ruhig mit zwei Türen bestellen. Wer jemals zwei Türen hatte, will die zweite nicht mehr hergeben. Ja, auf jeden Fall. Also es ist viel kompatibler, das Auto, um ein- und auszusteigen. Man kann also hier ganz normal über elektrische Funktionalität die Türen in Bewegung setzen. Das ist bei dem Modell ist das Serie, sage ich mal, bei diesem Allure. Das hat er auf beiden Seiten und das kann man sogar nachher noch über Fußkick dann steuern im Heckbereich, wo man dann einfach drunter kickt und dann geht die Tür halt dementsprechend zu. Oder man steuert es von der Fahrerposition aus. Ja, das Ganze auch mit den Sitzbänken ist viel einfacher geworden und auch viel variabler. Ich habe jetzt also hier bei dem System direkt Schienen mit dabei, ich sag mal wie beim Multivan von Volkswagen. Genau, Also ich sag mal so, der große Bruder, kann man ja ruhig sagen, so der T6 Multivan, ein sehr, sehr tolles Fahrzeug, was da ist. Aber man muss fairerweise dazu sagen, die Preiswürdigkeit bei den Peugeot-Fahrzeugen ist schon enorm. Das heißt, man kriegt unglaublich viel Auto fürs Geld. Also der VW-Bus ist auf jeden Fall ein anerkannter Mitspieler in dieser Klasse, muss man definitiv sagen. Aber er ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich auf einem anderen Niveau. Das muss man sagen. Also das Auto ist deutlich günstiger, kann nicht unbedingt weniger, aber ist halt von Peugeot halt dementsprechend aufgesetzt. Daher halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es fühlt sich unglaublich nach PKW an. Also ich habe beide gefahren, muss man dazu sagen. Also der Volkswagen T6 und habe sehr lange das Modell hier gefahren. Also genauso. Also fühlt sich ein bisschen mehr nach PKW an. Also innen ist es nicht so busmäßig, Ja. sondern es ist alles sehr, sehr, ich sag mal, man fühlt sich fast wie ein PKW. Ja, er ist also weniger Nutzfahrzeug aufgesetzt. Also er ist mehr PKW-artig, das stimmt schon. Also man sitzt auch sehr kommode da drin und ist vom Fahren her, wie gesagt, schön. Die Haptik passt auch. Also es ist alles soweit dort, wo es hingehört. Da ist natürlich so die Elektronik und Technik. Hier haben wir Stand der Technik von vor ein, zwei, drei Jahren. Also ich sag mal, das ist wirklich so im Prinzip jetzt nicht der letzte Schrei, den es gibt. Also es gibt ja zum Beispiel auch aktive Spurhalteassistenten, die gibt es hier glaube ich noch nicht, aber die werden auch irgendwann mal kommen, aber es ist fast alles drin, oder? Ja, also hat Tote-Winkel-Assistent da drin, hat also Spurhalteassistenz da schon drin, aber ohne Ja. Lenkradeingriff jetzt in dem Fall. Ja, das meinte ich eben. Und ansonsten ist er halt, wie gesagt, momentan halt durch diese 8-Gang-Automatik schon auf einen neuen Stand der Technik wieder gehoben worden. So, wenn du mal so lieb bist, hier mal bewegst, also dann kann man das so ein bisschen sehen. Es ist sehr einfach. Wir haben eine Dreier-Sitzbank, die lässt sich hier zwei dann jeweils einzeln verschieben. Genau. Das wäre dann auch der Eingang für nach hinten?
Genau, also man kann dann dieses obere Teil nochmal umklappen, diese Rückenlehne praktisch von dem Sitz, die kann man nochmal nach unten klappen und hat dann dadurch nochmal einen bequemeren Einstieg nach hinten. So, das sind jetzt 8 Sitze, die ich jetzt habe. Trotz der 8 Sitze habe ich jetzt noch relativ viel Beinfreiheit hier vorne. Wenn du mal so lieb bist, mal einsteigst. Du bist recht groß. Du bist, wie groß bist du? 1,87. So, jetzt haben wir, also das wäre jetzt fast Anschlag, muss man sagen. Mach mal einen Ticken zurück, bitte. Ja, gerne. Genau, das wollen wir mal sehen. So, stopp. So, das wäre jetzt sehr, sehr bequem, auch bei 1,80 Meter, oder? Funktioniert. Und hier hinten hat man dann noch diese Freiheit hier, dass man das nun mal sieht. Also von der Beinfreiheit her habe ich jetzt noch mal richtig Platz hier hinten mit allen drum und dran. Ja, das ist auch öfter mal so, das Auto wird stark eingesetzt, so als Managerfahrzeug, wenn mal so 6, 8 Leute mal auf Reisen gehen. Man hat richtig Platz, ist bequem. Wie fühlt sich das Leder an? Das ist angenehm, also das muss man sagen. Es gibt halt noch eine spezielle Bestuhlung jetzt praktisch in diesem Business-Bereich. Also wenn ich 6 Einzelsitze haben möchte, ginge das auch noch. Dann kann ich sogar noch einen Konferenztisch mitbestellen und so, den man dann ausklappen kann, sowas. Okay. Ansonsten hat der jetzt halt hier herkömmlich diese Klappen hinten dran, wo man so kleine Tablets dann hier halt nochmal hat. Ne? Also ansonsten, wie gesagt, gibt es alternativ halt diesen mittleren Tisch, den man da halt nochmal hat. Anstelle von dem, das ist dann nochmal die Luxusversion. Innen drin habe ich jetzt ein Schiebedach, ein großes. Also es ist ein Glas-Panoramadach, also auch verschiebbar hier nochmal. Es lässt sich nicht öffnen, gell? Nee, lässt sich nicht öffnen. Also kein Fahrzeug und lässt sich nicht öffnen. Genau, das Schieben ist dann praktisch nur da. Dann kann ich die Zonen hier getrennt einstellen? Genau, ich habe also nochmal eine 2-Zonen-Klimaautomatik hier in dem Fall. Die ist jetzt praktisch für den Heckbereich nochmal speziell angesiedelt. Und da kann man dann hier Gebläsefunktionen einstellen oder halt Temperatureinstellungen. Ja, es spielt sich ja viel auf vorne ab. Das Fahrzeug ist absolut alltagstauglich. Ich kann es als ganz normalen Pkw-Ersatz nutzen. Also ich habe nicht so, das Problem ist, dass ich einen halben Lkw habe. Ja, durchaus. Also auch von der Höhe her, man hat ein Fahrzeug mit einem 1,90 Meter Höhe. Ich zeige es mal gerade, hier vorne steht es nämlich extra dran. Die 1,90 Meter, die sind deswegen so wichtig, weil wirklich viele Parkgaragen in Frankreich, die haben 1,90 Meter und in Deutschland auch. Auch in Deutschland, ja. Also Tiefgarage, Parkhäuser ist momentan mit diesem Auto also sehr gut zu befahren. Also er ist groß, klar, das wird er auch bleiben, aber von der Höhe her passt er mal zumindest rein. Es gibt auch was ganz Besonderes. In Tschechien zum Beispiel beginnt die Maut für diese Transporter erst ab einer Höhe von 1,90 Meter. Steht auch 1,90 Meter drauf. Könnte das im Grund gewesen sein? Wäre möglich, aber hier geht es einfach um die Einsetzbarkeit in der Stadt, dass man halt hier ein breiteres Feld beackern kann in der Richtung. So, ich komme mal auf die andere Seite. Dann, wenn du mal so lieb bist, einsteigst auf der Fahrerseite, denn der ist voll, hier die Version. Und das Besondere hier bei dem Fahrzeug ist, ich habe sogar jetzt ein Head-Up-Display mit drin. Das ist direkt hier vorne. Habe ein ganz großes Display hier in der Mitte. Und alle wichtigen Funktionen sind nochmal parallel. Ich habe auch CarPlay, ich kann also mein Handy spiegeln hier. Genau, das kann man auf jeden Fall. Also über Kabelanbindung geht es. In dem Head-Up-Display wird dargestellt die Navigation, die Geschwindigkeit und die Tempomatenfunktion. Und das dann genau im Sichtfeld drin. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber es ist schön, dass das Auto es auch hat. Also, ja. Der hat hier die Funktion ohne Schlüssel. Das heißt, ich kann direkt gehen. Das hier sind sehr, sehr praktisch hier in der Version. Elektrische Türen, sind die anfällig? Eigentlich nicht. Also es ist mittlerweile sehr weit eingesetzt, dieses System. Also ob das jetzt eine Heckklappe ist oder eine Schiebetür, die halt auf der Schiene läuft, ist eigentlich von der Funktionalität her vergleichbar. Und da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungswerte mit mittlerweile. So, trotz der Allure-Version, wir liegen jetzt hier bei knapp 40. Kommen wir da ungefähr hin? Ja, also wenn wir den dann mal berechnet haben, geht es sicherlich in die Richtung, aber der liegt schon noch leicht drüber. Also muss man halt dann gucken, ob wir vielleicht dann irgendwelche andere Fahrzeuge haben, wenn so die Budgetierung wäre. Also okay. Also es hier wäre jetzt schon im Prinzip Luxus pur. Ich habe Leder auf allen Sitzen drauf, ich habe ein Lederlenkrad mit drin. Ich habe von der Haptik her sieht das Ganze sehr, sehr edel aus. Also auch hier mit den Aluminiumbeschlägen, die hier an der Seite drin sind, das hat der normale Bus auch nicht, muss man sagen. Das hat er nicht. Also das ist jetzt wirklich hier ein bisschen optisch aufgepeppt, das Ganze. Und strahlt auch Wertigkeit aus dadurch, also muss man sagen. Ja, wenn man mitfährt, also ich bin ja sehr lange gefahren, das Geräuschverhalten gegenüber dem Expert ist phänomenal leise, muss man sagen. Also der Motor kaum zu hören. Ja, da wurde wirklich drauf geachtet. Also es wurde jetzt sogar noch besser mit dem 8-Gang-Automaten, weil der 6-Gang-Automat halt zum damaligen Zeitpunkt, als er eingeführt wurde, der Stand der Technik war. Jetzt mittlerweile haben wir die 8-Gang und die ist wirklich noch ruhiger und auch vom Schalten her. Die Schaltgänge, die Gangüber, die Übergänge der Automatik, die sind also wirklich fließender.
So, ich komme mal kurz auf deine Seite, denn auf der anderen Seite ist nämlich so ein kleiner Wahlhebel. Dort kann man sich auf die verschiedenen Dinge einstellen, die es bei der Automatik gibt, denn er hat nämlich einen elektronischen Assistenten mit drin, der einem hilft bei bestimmten widrigen Fahrverhältnissen, unter anderem bei Schnee. Wie funktioniert das? Das ist das sogenannte Grip-Control-System. Also der hat an der Vorderachse praktisch immer eine spezielle ESP-Untersetzung, wo er dann halt dementsprechend, wie die Untergründe sind, halt dann greift. Das heißt, er dreht jetzt nicht mit dem Rad komplett durch, sondern macht nur eine halbe Umdrehung und dann greift das Rad. Also das funktioniert in der Praxis sehr gut? Funktioniert überraschend sehr gut, weil es eigentlich ein relativ simples System ist, aber es funktioniert in der Praxis klasse. Also weil viele ja kommen und sagen, ja, wie sieht es denn aus mit einem Synchro oder einem Allrad oder einem Quattro oder was auch immer. Sowas bietet Peugeot in der Richtung nicht an, weil die halt wirklich auf Effizienz gehen mit Schadstoffausstoß. So, ich zeige dich nochmal komplett in der Fahrersitzposition. Da ist nun wirklich ultra viel Platz. Also du bist jetzt fast 1,90 Meter und du hast noch so einen halben Meter Platz oben drüber. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich fühle mich jetzt nicht beengt. Okay, man kann hier die Kids sehen. Es gibt noch einen zweiten Spiegel hier hinten. Genau. Das Auto hat mittlerweile SOS-Funktionen. Ich glaube, Standard bei allen neueren. Genau, richtig. Ist mittlerweile vorgegeben. Hat eine Standard SOS- und Assistance-Funktion. Die kann man dann halt durch 3 Sekündiges drücken, kann man die hier aktivieren. Aktivieren, beziehungsweise in gefährlichen Situationen geht es, glaube ich, sogar von selbst los. Auch richtig. Also wenn ein Airbag ausgelöst wird, geht automatisch der Notruf los. Weiß ist eine Farbe, die oft gefragt wird? Ja, immer noch. Immer noch. Immer noch, läuft. Ist im Sommer natürlich ganz gut. Das heißt, Lieb, steig mal aus. Dann, wie ist die Tür zu schließen, wenn ich außen bin? Also ich kann im Endeffekt kann ich hier aufdrücken. No, dann kann ich zeig das mal gerade. Dann geht sie zu. Das ist ein kleiner Hebel. So, dann geht es automatisch zu. Machst du über die Schlüsselfernbedienung. Ja. Oder wenn ich Knopf im Fahrzeug sitze, hätte ich einen Knopf im Fahrzeuginneren. Alternativ ging es dann halt noch über Kicker. Dazu wäre aber der Schlüssel notwendig. Also der muss dann halt im Radius von 1,50 Meter ums Fahrzeug rum sein. Und dann kann ich ihn auch über Fernbedienung öffnen. Ja, hinten 3D-Leuchten, sehr schick. Und das Besondere hierbei ist, es lässt sich die Heckklappe getrennt öffnen. Das ist sehr praktisch, wenn man steht, die Kinder sind zum Beispiel im Auto drin, ist mal ein bisschen warm, da mache ich nur mal die Heckklappe hinten auf. Ja. Oder wenn ich Kleinteile habe, die ich jetzt irgendwie rausnehmen will, weil die auf der Gepäckraumablage drauf sind. Ja, jetzt geht's. Linke Seite. Also wir müssen mal kurz zeigen. Also links ist praktisch, da vorne ist der Griff mit drin, da wird es aktiviert, hier ist auch die Rückfahrkamera. Und dann geht das hier nochmal getrennt auf und ich habe direkt Zugang A natürlich zum Gepäck, so kleinere Stücke. Genau, genau. Also wenn ich jetzt hier noch die Gepäckraumabdeckung drauf habe, könnte ich hier Kleinteile unterbringen, die ich oben praktisch mal auflege. Alternativ, wenn jetzt hier hinten drin der Hund zum Beispiel wäre, könnte man dem dann auch Frischluft zukommen lassen, ohne dass er rauskommt. Genau, wenn du mal so nett bist, mal komplett aufmachst, dann sieht man es nämlich mal. Also wir haben jetzt hier volle Bestuhlung mit 8 Plätzen und trotzdem beim L2, jetzt mal eine blöde Frage, gibt es überhaupt eine L1 hierbei? Es gibt eine L1-Variante, gibt es auch, wird aber so gut wie gar nicht verkauft. Also in der Regel ist es eine L2 oder dann sogar der längeren L3, der ist dann halt nochmal 30 cm länger, wird aber auch dann unhandlicher im Praxisbetrieb. Das ist halt immer, das ist so die Frage, was der Kunde da jetzt in der Richtung präferiert. Also ich kann jetzt hier jeweils die linken 2 Sitze könnte ich rausnehmen oder den rechten. Genau. Bin ich jetzt gezwungen, wie beim alten Expert, dass ich den rechten nicht alleine lassen kann? Das geht hier. Ich kann nur den rechten drin lassen. Ich kann das machen. Also ich kann jetzt praktisch diese 2er-Sitzbank kann ich rausnehmen und die 1/3-Lösung kann dann weiterhin im Auto verbleiben. So, man kann auch direkt umklappen. Das heißt, wenn ich das hier nutzen will, zum Beispiel zum Durchladen, hat man von hinten nochmal die Möglichkeit, die Sitzlehne umzulegen. Und hier hätte ich dann die Möglichkeit zum Beispiel, was weiß ich, ein Paket oder sowas drauf zu machen. Genau. Wenn ich irgendwas habe. Das geht auch hier links. Das heißt, wenn ich die Sitze drin lasse, lege die um, habe ich auf einmal einen relativ großen Kofferraum, wo wahrscheinlich so ziemlich jeder SUV oder Kombi neidisch werden würde. Ist definitiv so. Ich meine, das bringt es von der Größe her schon mit, das Fahrzeug, aber man kann den auch wirklich nutzen, den Raum. Oder man holt dann halt die Bänke halt raus, wenn man definitiv weiß, man braucht mehr Stauraum und hat wenig Sitznachfrage. Mhm. Dann kann man auch hingehen, kann die Sitze komplett rausnehmen. Es gibt mittlerweile alles an Zubehör. Es gibt eine Anhängerkupplung, es gibt Fahrradträger. Das war am Anfang noch ein bisschen schwierig. Der ist wie lange jetzt am Markt? Also das Auto gibt es jetzt knapp über 2 Jahre. Wie gesagt, und das mittlerweile gibt es immer mehr, logischerweise, weil die Nachfragesituation in die Richtung auch geht, weil es halt sehr freizeitorientiert ist, das Auto auch freizeitorientiert, und dann muss er halt alles irgendwie anbieten oder können. Ja.
Der entsprechende Wertehalt ist auch recht hoch. Mhm. Die Fahrzeuge sind sehr gesucht, gerade mit 8 Sitzen. Also wenn die dann, ich sag mal, einigermaßen nicht 500.000 Kilometer haben, dann kriegt man noch gutes Geld dafür. Richtig, also die Wertstabilität bei diesen Fahrzeugen allgemein in dieser Klasse ist sehr hoch, weil auch der Anschaffungspreis jetzt nicht so der günstigste ist. Damit hängt das auch ein bisschen zusammen. Und es gibt auch nicht so sehr viele Autos auf dem Markt. Mhm. Ja. Also wenn ich das nochmal konkret vergleiche jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Multivan hätte, der jetzt kein Reimport ist mit, ich sag mal, 8 Ledersitzen und allem drum und dran, dann hört man ja schon mal so Preise, die so gehen dann schon mal so in 60, 70, 80.000 Euro. Ist das so ein, ich sag mal, so ein Kampfgebiet, wo ihr angreift, wo ihr sagt, vielleicht haben die Leute keine 70.000 Euro für einen Multivan? Die kommen dann schon automatisch zu uns, weil die sich da in der Richtung schon vorinformieren bei solchen Fahrzeugen. Aber es ist tatsächlich so, die Preisgestaltung von anderen Herstellern ist teilweise so ein bisschen überrissen. Und dann kommen halt einige und sagen, ah, wir vergleichen den mal. Ist der wirklich schlechter? Und viele ist ein anderes Auto, muss man sagen. Klar. Und viele kommen zum Ergebnis, dass es eigentlich gar nicht der Fall ist. Aufgrund dessen verkaufen wir auch einige von den Autos. Also ist sehr günstig. Er beginnt sogar, muss man fairerweise sagen, knapp über 30 in der Anfangsversion. Genau, das ist richtig. In der 3, mit 130 PS als Diesel. Und da muss man halt dann gucken, ob man damit dann halt zu 100% glücklich wird oder ob das ausreichend ist. Das muss man dann halt einfach abwägen. Den kann man ja auch mit Sonderausstattung ausstatten. Dementsprechend könnte es dann auch passen. Ja, auch bei schnellerer Fahrt. Er regelt bei knapp über 170 ab. Also das macht doch Sinn, muss man sagen, hier bei dem Auto. Aber wenn man schnell unterwegs ist, also da ich ja selber auch Multivan fahre, wenn man da schon mit 140, 150 und hat kein Dämmglas von Volkswagen, muss man fairerweise sagen, dann merkt man schon, es wird schon lauter und es ist sehr leise, das Auto. Ja, das stimmt. Also im Vergleich zu Mitbewerbern ist er wirklich gut aufgesetzt. Also er fährt sich gut, er ist ruhig, also alles gut. So, hier ist jetzt eine schwarze Tönung mit drin, sehr praktisch. Mach mal auf bitte nochmal. Gerne. Heißt einfach nur ein bisschen ziehen. Ja, man zieht also am Griff und dann läuft die Tür bis zum Ende durch. Das heißt, auch hier den Sitz könnte ich zum Beispiel rausholen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel die hintere Sitzreihe komplett haben möchte, lasse ich den einfach komplett draußen, wenn ich will. Ganz genau. Ich kann das also variabel machen und modular. Genau, wenn du mal so nett bist, den mal ganz nach vorne machst, nur den rechten Sitz, den Einzelsitz, und mal umklappst, die Lehne. So. Ich will nämlich was sagen, dann könnten im Prinzip die beiden Personen hier können auf der anderen Seite einsteigen und hier könnte ich es dauerhaft so machen, dass die hinteren Leute immer einsteigen können. Ganz genau, das würde gehen. Also ich kann den Sitz hier komplett auch rausnehmen und habe dann halt einen besseren Einstieg. Es geht ja darum, jetzt habe ich mal die Football-Mom, sage ich jetzt mal, oder jemand muss mal mit 6, 7 Leuten, dann will man die Sitze ja, ich meine, die wiegen ja ein bisschen was, die will man nicht immer rein und raus machen. Gell? Das stimmt. Also man muss halt vorher überlegen, braucht man sie nicht, weil wenn man sie rausnimmt, hat halt schon ein gewisses Gewicht, eine gewisse Wertigkeit, man sitzt auch gut drauf, hat halt immer alles 2 Seiten. Ne? Also wenn ich sie rausnehme, ist es ein bisschen Arbeit. So, also hier ist das Gesamtzuggewicht 4,9 Tonnen. Und das Leergewicht 2,78 Tonnen, also ein ausgewachsenes Auto. Hier ist es nochmal komplett. Der Traveler. Und den gibt es natürlich in 5000 verschiedenen Varianten. Glücklicherweise hat der Stefan und alle Mitarbeiter hier in Saarbrücken bei Peugeot, ihr habt ein Computerprogramm und könnt das alles simulieren. Wir können das bedarfsgerecht zusammenbauen. Das ist richtig. Okay. Das wo findet man euch? In der Amont Peugeot Straße 2 in 66119 Saarbrücken. Super. Und wenn ich jetzt mal herkomme, einfach mal gucken, geht immer? Klar, also wir sind immer da von 8 bis 18.30 Uhr und Probefahrt ist nach Terminabsprache auch möglich. Kann man auch mal spontan machen, aber es setzt halt voraus, dass das Auto auch wirklich im Bestand ist. Ja, ihr habt doch ganz viele verschiedene Modelle. Also überall, man muss sagen, ein Riesengelände mit ganz vielen Autos. Das heißt, wenn ich mal einen dunklen sehen will, da vorne steht ein Traveler zum Beispiel mal in Grau. Also die kann ich mir alle auch live hier angucken, kann auch mal Probe fahren und... ich muss sagen, weiß gefällt mir extrem gut. Das hat aber ein bisschen was. Wir sind oft wirklich gut. Ja. Auch in Südfranken, das Auto wirkt unglaublich groß und schick. Genau. Und die schwarzen Scheiben kommen mal gut raus. Das ist genau das Thema. Also wenn das Auto jetzt komplett schwarz ist, dann noch mit schwarzen Scheiben, das ist vielleicht ein bisschen too much. Aber wenn er so weiß ist mit den schwarzen Scheiben, das ist schon ganz schick. Das muss man wirklich sagen. Sehr schön. Sagt Stefan Konz. Und wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, einfach durchrufen. Der Stefan ist es schon gewohnt, dass Leute aus ganz Deutschland auch mal anrufen. Macht doch einen guten Preis und vielen Dank fürs Zuschauen.